Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Walburga von der schönen Heldin. Ja, und wir befinden uns in der jeckesten Zeit des Jahres im Karneval. Die Leute sind froh, dass sie wieder feiern können. Und überall auf den Straßen sieht man schon die Karnevalskostümchen rumlaufen. Und hier im Rheinland, wisst ihr ja, ist es besonders jeck. Und vor allen Dingen, wenn man die ganzen Sitzungen sieht, ist das ja schon mal schön, dass die Leute wieder Spaß und Freude haben. Aber auch jetzt kommen wir zum Thema heute, tiefe Hüfte. Ja, und zwischendurch muss ich mich erstmal, bevor jetzt die Simone kommt, einmal bedanken für das super Feedback für unser letztes Video, dass ihr es schön findet, dass ich euch ein bisschen was erzähle über meine Arbeit. Wenn die Kundin von uns beraten ist und dann nachher zum Einkaufen kommt, das ist natürlich, vielen Dank dafür, das ist natürlich sehr schön. Und das Feedback tut uns natürlich hier auch gut und zeigt uns auch, dass wir die Sachen richtig machen. Und ihr wisst auch, wie schwierig es ist, Dinge zu finden für die große Oberweite und vor allen Dingen, ne, so eine Simone, die ja wirklich ganz schmal und ganz zierlich ist, doch schon immer wieder, ne, die tiefe Hüfte. Und dann ist dies nicht schön und das nicht schön und jenes nicht schön, weil sie dann sagt, boah, und da kommen meine Böllekes raus. Und jetzt haben wir sie hier mal einmal in einem ganz süßen kleinen rosa karierten Top aus der Frühjahrskollektion jetzt. Und das findet Simone ja ganz fürchterlich, weil sie sagt, oh, das hier ist so schmal geschnitten und dann das hier und das gefällt mir nicht. Und dann macht die Hüfte plötzlich buff. Aber die Hüfte hat wirklich nur Kleidergröße 36. Aber man sieht, die Größe ist völlig unabhängig, ob die tiefe Hüfte bei der Kleidergröße 36 oder 46 ist. Da ist halt da. Und die Taille ist extrem schmal. Und jetzt wollen wir natürlich heute auch mal schauen, wie können wir das denn besser machen? Wie können wir jetzt die Simone mit dem ganz schmalen Oberkörper und der etwas ausgestellteren Hüfte einfach besser kleiden? So, jetzt holen wir mal einmal eine Jacke und wir ziehen mal die Jacke an und schauen einfach, ob es besser wird. Weil jetzt haben wir die Betonung natürlich auf den oberen Körper gelegt, nicht auf die tiefe Hüfte, sondern halt eben auf das Strickjäckchen, was besonders schön ist, und das kleine Top unten drunter. Und was ist? Simone dreht sich auch mal rum, die tiefe Hüfte bleibt. Und sie sagt auch von sich selber, ne, das findet sie selber auch nicht schön, wenn das Oberteil bis hierhin geht. Sie schüttelt schon den Kopf. Ne, und dann kommt hier, ne, dann die Hüfte raus, wie gesagt, bei Kleidergröße 36. Gut, und wie sieht das denn aus, wenn die Kundin jetzt zu mir kommt? Was mache ich denn jetzt aus ihr? Also wir gehen nochmal, Moment, kurz ins Kabinchen und warten einen Augenblick, bis die Simone wieder da ist. Ja, hier bin ich wieder, und wenn ich die tiefe Hüfte einkleide, dann sieht das natürlich so aus. Da hat sie auch das ganz süße kleine Teil aus dem Strick, Stricktop. So, und ich habe das jetzt mal wunderbar mit einem Blazer kombiniert. Und jetzt schauen wir uns die tiefe Hüfte mal an. Jetzt schauen wir uns den Oberkörper mal an. Die Farben sind die gleichen geblieben, aber die tiefe Hüfte ist verschwunden. Und was sehe ich immer und immer und immer wieder, wenn ich unterwegs bin? Und deswegen, liebe Leute, tut es euch an, lasst euch mal beraten. Es tut nicht weh, und jede müde Mark, kann ich euch sagen, die ihr bei mir für ein Coaching investiert, ist top investiertes Geld. Und ich habe noch nie eine Kundin gehabt, die auch nur einen einzigen Euro bereut hat. Wie war das jetzt, Simone? Besser! Ah, besser. Sie sagt selber, ah, schön. Und das wird ihr neues Outfit werden zur Eröffnung ihrer neuen Schönmacherei, die Gott sei Dank nach der Flut in wenigen Wochen fertig ist. Und dann zeigen wir euch auch mal, vielleicht drehen wir von da aus mal, zeigen wir euch mal Videos oder drehen ein kleines Video in der Schönmacherei, die dann halt eben auch einfach wieder da ist und aus dem zum Leben erwacht von Simone. So, jetzt haben wir nochmal ein schönes Outfit. Ich habe das jetzt nochmal ein bisschen umgeändert. So, und jetzt mache ich mal gerade einmal vom Schnellen an- und ausziehen. So, und jetzt sehen wir auch, ist die Proportion wieder eine andere. Wo guckt jetzt der Außenstehende hin? Der Außenstehende, der schaut jetzt auf das süße kleine Kleid, auf den süßen kleinen Uhu, der da sitzt. Ich glaube, es ist ein Uhu oder eine Eule. So, und man sieht, aha, der Blickwinkel fällt auf dieses schöne Emblem, auf dem T-Shirt. Der Blickwinkel fällt auf den wunderschönen Bläser. Und es fällt überhaupt gar nicht auf, dass die Simone eine tiefe Hüfte hat. So, und jetzt kann sie auch mal das Jäckchen ausziehen. Und sie, ihr seht, jetzt ist das T-Shirt auch von der Proportion ein bisschen weiter hier oben. Und es hört hier auf, wo die tiefe Hüfte anfängt. Und da ist die tiefe Hüfte natürlich lange nicht so schlimm, als wenn man dann ein kurzes Oberteil anhat. Und ihr seht ja auch ganz oft draußen auf der Straße, ihr seht ja die jungen Mädchen alle mit ihren Mom-Jeans, Popo wie Pferd, ja, oben ein kleines Oberteil.
Die sind so ungünstig und da sieht man immer nur Po kommen, Po kommen und die Mädels sind ja ganz jung. Also von daher könnt ihr das, wenn ihr Business seid, natürlich wunderbar kaschieren. Und die Simone geht mal zu ihrem nächsten Outfit und das ist wirklich ganz zuckersüß und das seht ihr zu ihrer Öffnung wieder. Ja, und jetzt haben wir das Outfit wieder verändert, nämlich, ihr wisst alle, ihr Frauen, die eine tiefe Hüfte haben, haben alle ein Problem mit einer weißen Hose. Die weiße Hose macht natürlich, zumindest vermuten das die meisten, aber das ist nur im Kopf, ja, das ist nur in deren Gehirn, nicht in Wirklichkeit, weil wenn man die richtige Hose hat in weiß, geht das natürlich auch, selbstverständlich. Man muss auch keine Wurst in Pellehose anhaben, weil die Frauen immer denken, wenn sie ihren Popo und ihre Hüfte in eine enge Hose pröffen, ne, dann sieht das besser aus, aber das ist auch nicht der Fall. Im Zweifelsfall eher die Hose eine Nummer größer nehmen, ne, dann fällt es auch nicht so auf, dass der ganze Körper da so reingepfercht ist. Und deswegen habe ich hier der Simone mal aus unserer neuen Frühjahrskollektion die wunderschöne Hose angegeben in weiß, unten mit einer wunderbaren Spitze eingearbeitet, sodass auch der Blickwinkel mal von der Hüfte weggeht und einfach unten auf die bunten Turnschuhe oder aber auf den Pumps oder aber auf die schöne Spitze fällt, dann fällt dem Kunden der Blickwinkel auch nicht auf die tiefe Hüfte. So, die Hose habe ich relativ gerade geschnitten genommen. Ihr seht, sie hat ein etwas weiteres Bein. Und das ist auch wichtig für die Frau mit der tiefen Hüfte, dass das Bein halt eben in der Marlene-Hose oder in der etwas weiter oder gerade geschnittenen Hose besser ist als manchmal in der ganz schmalen Röhrenhose. So, und jetzt haben wir wieder das kleine T-Shirtchen mit dem Uhu genommen und das kleine weiße Strickjäckchen. Und was fällt uns jetzt auf? Die tiefe Hüfte verschwindet. Sie hat die gleichen Sachen an, nur mit einem anderen Unterteil. Und das sind so viele Details, die halt wir eben bei unserem Kleiderkonzept-Coaching mit der Kundin besprechen, dass wir sagen, aha, wo ist die Proportion? Wo stellen wir was raus, was unsichtbar sein soll? Verstecken wir was unsichtbar sein soll und stellen etwas raus, was der Kunde oder das Gegenüber, der Chef, die Mitarbeiter, die Kollegen sehen sollen. Hier sehen wir jetzt als Blickwinkel natürlich den kleinen süßen Uhu. Wir sehen halt eben auch die ganz süße Strickjacke wieder. So, das mittlere Fell, wie ihr seht, fällt komplett weg. Und unten würden noch die schönen Schuhe auffallen oder aber der schicke Turnschuh und die schöne Spitze. Also die Oberteile, anders kombiniert mit der anderen Hose, sind sehr wohl tragbar, aber man muss sie halt eben richtig zusammenstellen. Und da hapert es bei den meisten. Und jetzt zeige ich euch natürlich auch noch ein ganz tolles Kleid für die tiefe Hüfte. Und dann warten wir einen Augenblick, bis die Simone wieder umgezogen ist. Ja, und welche Frau wünscht sich nicht mit ihrer Problemzonenecke, Busenbauch und Popo oder tiefe Hüfte oder wie auch immer, das ultimativ beste Kleid? Und ihr wisst, ich kann das in Perfektion, das wird euch die Sandra bestätigen oder die Andrea, die gerade ihren 60. Geburtstag gefeiert hat und ein wunderschönes Kleid von mir geschickt bekommen hat, auch nur ein einziges. Sie sagte, das hätte ich nie gegriffen irgendwo, aber das Kleid ist einfach, hat sie mir geschrieben, ein Wow-Kleid. Ja, und das muss es natürlich auch sein, wenn ihr schon Geld ausgibt, sollt ihr natürlich alle auch ein Wow-Kleid haben. Und das ist natürlich, wenn man beraten ist und weiß, was man für seinen Figurentyp kauft, ist das natürlich einfach viel, viel einfacher. So, und hier haben wir mal ein wunderschönes Kleid. Sommer, Sonne, heiß, Urlaub, 30 Grad. Und ihr seht, was habe ich jetzt hier gemacht bei der Simone? Ich habe die Taille, das Kleid hat eine wunderschöne betonte Taille, da ist die Simone ja sehr schlank. Und Frauen, die eine tiefe Hüfte haben, haben meistens, in allermeisten Fällen, einen schmaleren Oberkörper, haben auch nicht so viel Oberweite. Und von daher habe ich jetzt hier oben ein bisschen Oberweite hingezaubert mit dem Kleid. Hier, das ist nicht so gut geeignet, wenn wir eine riesen Oberweite haben. Mama sieht da drin sehr merkwürdig aus. Ja, ich könnte es ja mal anziehen für euch, damit ihr ein bisschen Spaß über Karneval zum Lachen habt. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Aber ihr seht, wir verteilen die Proportionen hier ein bisschen rüber. Dann das haben wir sie hier ganz, ganz schlank. Na, du kannst dich auch mal rumdrehen. Ist ein bisschen elektrisch heute, mein Kleid. So, und dann sehen wir, es fällt dann hier ein bisschen blusig. Da ist die Taille und die Hüfte ist nicht zu sehen. Und es ist einfach ein wunderschönes Kleid, auch für den Koffer. Das knittert nicht, wenn es mal, ich sage jetzt einfach mal, ein bisschen was verschwitzt. Jetzt zappt man dann im Urlaub durch das Wasser, hängt es wieder auf und am anderen Tag zieht man es wieder an. Also ihr seht, es gibt für jeden Figurentyp das passende Kleid. Vor allen Dingen auch für die Frauen, wenn die noch nicht so braun sind, auch dass sie gerne so ein kleines bisschen am Ärmelchen dran hätten. Das ist die vornehme deutsche Klasse.
Genau, dafür ist die Haut auch nicht so alt. Das hat natürlich alles immer seine Vorteile und Nachteile. Okay, und dann zeigt sie uns noch eine schöne Farbe für die kommende Saison. Aber ihr seht, für jeden Farbtyp und für jeden Kleidertyp und für jeden Figurentyp gibt es das passende Kleid. Es ist natürlich für all die Frauen, die das irgendwohin suchen gehen, ist es natürlich eine mühselige Suche. Weil manche Frauen sagen, ich bin in 20 Läden gewesen und habe noch kein schönes Kleid gefunden. Das ist natürlich richtig und all die Zeit könnt ihr euch natürlich mit einem Kleiderkonzept-Coaching bei mir sparen, denn ich mache das alles und die Kunden, die lange Jahre bei mir sind, die wissen, aha, ich bin ihre Kümmererin und ich kümmere mich um ihr schönstes Kleid und aus meiner Kollektion das schönste Kleid für sie auszusuchen, ist für mich einfach ganz einfach und für meine Kunden natürlich ein Sechser im Lotto, wenn sie irgendwo eingeladen sind. Und egal wo wir sind, wir waren jetzt in Fuerteventura auf unserer Seminarreise und da haben wir viele Kleider gesehen, auch teure Kleider gesehen, aber es war halt eben bei den meisten so, dass es weder gepasst hat, noch gesessen hat, noch die Farbe stimmte, noch die Länge stimmte. Tja, und da finde ich auch wieder eine gute Beratung. Das ist ja so, das macht man ja auch, wenn man in den Urlaub fährt, dann versucht man, Gott weiß wie optimal, ins Reisebüro zu gehen, am optimalsten sich vorzubereiten oder Prospekte zu holen für ein neues Auto. Na, aber ich sage jetzt einfach mal, ne, ein paar Euro in euch reinzustecken, ist auch ein gut investiertes Geld, denn es ist die beste Investition in euch selbst, denn die bringt Zinsen und spart euch eine Menge Geld. Ja, und hier haben wir jetzt nochmal eine Wow-Farbe bei Simone. Und das ist unsere neue Farbe für den Sommertyp. Die ist natürlich der Knaller. Da haben wir einmal einen super schönen, lässigen Oversize-Blazer, ein süßes Tuch obendrauf. Und das Tuch passt auch nochmal zu der schönen Hose. Ja, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben wieder den Blickwinkel weggenommen von der tiefen Hüfte. Kein Mensch würde Simone, wenn sie jetzt sehen würde, sagen, oh, die Po. Ne? Nein, sie würden sagen, oh, die hat aber ein schönes Oberteil angehabt. Das steht ihr aber gut. Das ist aber eine traumhaft schöne Farbe. Und auch da sieht man von der Länge, auch ganz toll sind bei der tiefen Hüfte T-Shirts, die kleinen Schlitz an der Seite haben, weil die fallen dann sehr schön und die tiefe Hüfte fällt auch noch mal so 10-20% in den Hintergrund. Und wir haben jetzt einfach mal einen schicken Pulli. Es gibt natürlich auch eine Jacke, es gibt einen Blazer, es gibt, da kann sie auch ein weißes T-Shirt drunter anziehen und dann einen Pulli oben drüber ziehen. Und ich habe hier einfach mal so ein lässiges Teil und dann hat sie ein bisschen Lagelook, wenn sie irgendwo im Urlaub ist oder im Büro ist, hat sie das T-Shirt an. Und wenn das ist ready to wear. Wir haben 12 Grad heute Mittag gehabt. Das hätte ich heute anziehen können. Richtig. Und wenn die Sonne den ganzen Tag ins Büro knallt, dann ist man doch froh, wenn man mittags den Pulli ausziehen kann. Und ihr seht, zur weißen Hose ist hier nochmal so ein ganz kleines, süßes, weißes Detail dran. Das sieht dann aus, als wenn sie ein Blüschen anhätte. Da hat sie jetzt die schöne Perlenkette drauf. Aber wir können natürlich auch wieder ein super, super, super schönes Tuch machen. So, und da schmeißt sie ihr Mäntelchen drüber und dann ist sie wieder fertig. Ja, und das waren jetzt für euch ein paar Sachen, die ihr beachten könnt, wenn ihr eine tiefe Hüfte habt, wenn ihr kaufen geht, wenn ihr halt eben euch etwas kritischer vor dem Spiegel betrachtet. Ja. Ich hätte noch Flieder. Und du hast es noch? Flieder. Ach, du hast es. Ach, sie hat dann. Ah ja, dann nehmen wir natürlich noch ein Outfit. Bis Hause. Und es ist einfach so, dass man einfach ein bisschen kritischer gucken soll am Spiegel. Weil viele Frauen schauen sich, wenn sie einkaufen gehen, nicht von hinten. Ganz großer Fehler. Immer ein Spiegel von hinten. Dann lasst ihr euch einfahren. Unsere Spiegel sind alle fahrbar. Ich kann immer der Kundin den Spiegel hinten dran fahren, damit sie schauen kann, wie sie hinten aussieht. Na, weil man unterschätzt vollkommen, wie man von hinten auf andere Menschen wirkt. So, und das kann man nur, wenn man einkauft, wenn man sich auch von hinten sieht, beziehungsweise ich weiß natürlich, wie meine Sachen fallen, wie sie von hinten aussehen und das, was gruselig aussieht, was ich jeden Tag auf der Straße sehe, würde ich meinen Kunden eh niemals anziehen, denn ich mache ja schöne Heldinnen und jeden Tag mache ich schöne Heldinnen und das ist halt eben einfach ganz toll, weil man hat jeden Tag mega glückliche Kunden, weil sie einfach viele, viele Komplimente bekommen und wie gesagt, eine Beratung. Ich gucke mal gerade zu Kathi, zur Regie rüber sind, ist unten unser Link wieder drin, wo ihr euch zu einem Gespräch mit mir anmelden könnt. Und das tut nicht weh und es kostet auch nichts. So, hier haben wir wieder ein schönes, ja ganz neu eingetroffen. Ich liebe ja Plissé-Röcke. Und hier haben wir eine wunderschöne Plissé-Rock in allen möglichen kleinen Farben gepatcht. Immer ein Streifen mit Muster, einer hell, einer mit Streifen. Und es ist einfach super schön, egal wo ihr damit hingeht, wenn ihr eingeladen seid, wenn ihr abends schön essen geht, wenn ihr im Urlaub schön im Hotel sitzt, ist das ein ganz tolles Outfit. Und da kann sie auch nochmal ein kleines weißes Strickjäckchen drauf machen.
Das könnte ich machen, da könnte die Regieanweisung von Katharina mal das mal kurz rüberschmeißen. Genau, weil auf diesem Plissirock ist auch wieder das kleine Strickjäckchen wunderbar und ganz süß. Und man sitzt natürlich, wenn man am Abend irgendwo sitzt, na, dann hat man noch mal ein kleines Jäckchen über. Und ihr seht, ist wieder das Outfit ganz süß. Sie kann das T-Shirt auch reinstecken. Mit ihrer schmalen Taille kann sie auch den pfiffigen Marquen Sports bunt haben. Und da seht ihr, ja, kann man T-Shirt rein oder T-Shirt ein bisschen rein, wie sie will. So, und da haben wir wieder das schöne Jäckchen, wir haben wieder den Blickwinkel oben. Na, und ab und zu beim Plissirock diese schöne aufspringende Falte mit dem kleinen Print und mit dem kleinen Drück. Der Rock klebt wieder. Der klebt. Das ist, wenn man eine Strumpfe anhat. Ja, genau. Und wir haben ja den Teppichboden. Wenn man da drüber läuft, dann klebt das auch manchmal ab und zu Hause. Trick 17, falls euch das mal passiert, einfach eine kleine Flasche Haarspray in der Handtasche haben und die Strumpfhose einsprühen. Dann passiert euch das nicht. Ja, ganz schwierig. War aber heute nicht geplant, deswegen klebt's. Müsst ihr euch mal die Strümpfe kleben und dann klebt ihr am Tisch zusammen mit dem Haarspray und dann... Naja, so ein Hauch, keine ganze Flasche bitte. Ja, und zum Abschied wünschen wir euch einen tollen Karneval. Wir wünschen euch, dass ihr wieder feiern könnt, dass ihr ohne Grippe nach Karneval noch wieder arbeiten könnt. Und ich wünsche euch eine zauberhafte Zeit. Bis nächste Woche. Eure Walburga von der schönen Heldin. Alaf. Danke, Simone. Alaaf! Ihr Lieben, schaut weiter zu und wir freuen uns auf jede Menge YouTube-Abonnenten. Abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Ihr Lieben, ich grüße euch, eure Walburga vom Fashion Talk Samstagmorgen.